Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Wie gestern im Video gesagt, wo ich meine Meinung zu den neuen Helden gesagt habe, der letzte Versuch heute. Der letzte Versuch. Wir geben jetzt nochmal 2000 Zeitkristalle aus. Dann sind wir bei über 10.000 Zeitkristalle für Gohan. Wenn es diesmal nicht klappt, Leute, dann muss ich leider drauf scheißen. Ganz ehrlich, es ist einfach zu viel Geld. Wir haben 1000 Zeitkristalle bekommen vom Battle Royale Event. Mega geil. 1000 Zeitkristalle reichen aber leider nicht. Und ja, meine Leute, mein letzter Versuch. Drückt mir die Daumen, gebt mir all eure Genki Dama Pan Power. Los geht's. Ich hab Angst, Leute. Ich hab Angst. Ich hab fucking Angst. Los geht's. Alter, ich trau mich schon nicht mehr öffnen. Es ist ehrlich, ich trau mich schon nicht mehr öffnen. Ich bin wieder vom Pech verfolgt. Roter Himmel, drei Kapseln sagt noch nichts. Ah, unentschieden. Rote Schrift, das zeigt uns alles. Wir bekommen auf jeden Fall eine Extreme-Karte. Nein, wir bekommen das Sparking! Okay, wer ist es? Hier können wir noch keinen Gohan bekommen. Erst mit dem Ticket. Aber was wird es werden? Okay, wir haben schon mal eine Sparking. Ich bete auf Cell. Tenshinhan. Chaco. Und. Wir haben schon wieder einen uralten, unter Anführungszeichen, Helden gezogen. Ich glaube, Kaioken Goku bringt mir, glaube ich, gar nichts. Aber wir gucken mal. Freezer. Und hier ist noch ein Extreme. Bitte ein neuer. Ja, die habe ich doch nicht. Immerhin. Die habe ich noch nicht. Mai. Goku bringt, glaube ich, gar nichts. Ne? Nö. Gar nichts. Dieser Goku hat uns nichts gebracht. Wie ihr seht, er geht keinen Stern hoch. Ich muss ihn noch dreimal ziehen. Ah, das war nicht gut. Das war nicht gut. Wieso habe ich bei diesem Step-Up-Banner so viel Pech? Hatte ich beim letzten Step-Up-Banner zu viel Glück? Puh, wer weiß schon, ne? Ich glaube, kurz vor oder kurz nach Weihnachten haben wir ja über 12.000 Zeitkristalle in den letzten Step-Up-Banner geworfen. Vielleicht hatte ich da einfach zu viel Glück, Leute. Es geht weiter mit 700 und danach nochmal die 1000 und am Schluss das Ticket, Leute. Oh Gott, dieser Step-Up-Banner macht mich noch fertig, Leute. Er macht mich fertig. Wieder drei Kapseln roter Himmel. Kein Super Saiyajin. Wie gesagt, sind alles nur Werte, die darauf hindeuten, dass wir eine Extreme-Karte bekommen. Blaue Schrift, noch schlechter, aber Super Saiyajin. Ne, wird eine Extreme nur. Wird nur eine Extreme. Wir können auf ein Fake-Out hoffen, dass eine dieser Kapseln eine Sparking wird. Ginyu. Bitte wenigstens der neue. Nein, gib uns die neuen Extreme-Karten. Ah. Oh, komm schon. Tau, bye, bye, ernsthaft. Freezer. Turles oder Tareles. Nappa. Bitte neue. Nein, leck mich doch. Tenshinhan. Und noch keine Pan, ne? Pflanzenmann, ne? Gebt mir doch wenigstens die neuen Extreme-Karten. Guckt mal, die alten bringen wir nichts. Der neue Trunks ist mega stark. Der neue Tenshinhan ist auch stark. Leider nur Superkämpfer, aber auch stark. Oh Gott. Ich bin zurzeit echt vom Pech verfolgt. Ich sag's euch. Ich bin auch im Real Life vom Pech verfolgt. Ich weiß nicht, wie viele es von euch wissen, aber es gibt eine neue Edition vom Dragon Ball Super Card Game. Ich komme an keine Karten ran. Ich weiß echt nicht, was zurzeit los ist, ne? Leute. Der letzte 1000er Versuch für Cell. Und dann haben wir ein einziges Ticket. Mein fünftes und somit auch letztes Ticket dann, Gohan zu ziehen. Ich glaube leider echt schon nicht mehr dran. Wir drücken drauf. Leute, das letzte 10er Opening in diesem Step-Up-Banner. Ich habe wirklich eigentlich viel zu viel Geld eigentlich und Zeitkristalle hier reingeballert. Oh Gott, eine Kapsel, normaler Himmel. Kriegen wir jetzt 10 Hero-Karten? Oh nein. Blaue Schrift. Das sieht nach 10 Hero-Karten aus. Oh Gott. Leute.
Dieser Banner macht mich noch fertig. Ich hatte noch nie so einen schlechten Step-Up-Banner. Noch nie. Krillin. Son Goku. Vielleicht ist es ein Zeichen, ne? Vielleicht sollte ich einfach nicht so viel Zeitkristalle in diese Banner hauen. Es ist echt ein Zeichen eigentlich. Denn ich kann mit diesen Karten, ich kann dieses nicht verkaufen, zum Beispiel diese Helden, ne? Wenn ich in Real Life scheiß Booster Packs ziehe, kann ich trotzdem die Karten noch verkaufen, wenn ich es wollen würde, ne? Das hier ist weg, ne? Son Goku. Ciao, Zu. Guldo. Das wären 10 Heroes, Leute. Freezer. Piccolo. Salsa. Freezer. Vegeta. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Und da ist unser letztes Ticket. Das waren jetzt 1000. Das waren unsere hart verdienten. Ihr habt es alle gesehen, wie hart verdient. Ich mir im Battle Royale Modus diese 1000 Zeitkristalle verdient habe. Das hat uns 10 Hero Karten gegeben. Danke, Dragon Ball Legends. Danke, dass ich mir diese 1000 Zeitkristalle so hart verdient habe und dann 10 Hero Karten bekomme. Ich glaube, dieses Opening heute könnte in die Geschichte eingehen als mein schlechtestes Opening. Wir haben jetzt ein einziges Ticket. Und diesen Ticket haben wir die Chance zu 20% auf Gohan, zu 20% auf Cell, zu 20% auf Slug, zu 10% auf Beerus und zu 0,5% auf die anderen Karten. Was ergibt, dass wir eine 70% Chance auf eine neue Karte haben und eine 30% Chance auf eine alte. Wer die letzten 4 Tickets gesehen hat, ich bin mehr so der 30% Chancentyp, beziehungsweise nicht der 20% Chancentyp, sondern der 0,5% Chancentyp. Ne? Leute, drückt mir den Daumen, das ist mein letzter Versuch, meinen Lieblingshelden zu bekommen. Ich kann es nur nochmal sagen, ich finde das so gemein von Dragon Ball Legends, dass mein Lieblingsheld nur durch Tickets kommen kann. Und auch in Zukunft nur durch Tickets. Beerus ist da auch drin, nur durch Tickets. Das ist fies, okay? Das ist verdammt fies für mich. Meine letzte Chance auf meinen Helden. Was sagt ihr, was wir ziehen? Ich sage, wir ziehen... Ja, scheiß drauf, wir ziehen Mr. Satan. Ich sage, wir ziehen jetzt Mr. Satan. Einigen von euch ist das passiert. Ich finde das eine Frechheit, ehrlich gesagt. Ne? Aber einigen von euch ist das passiert. Sie haben hier mit den Tickets Mr. Satan gezogen. Leute, wenn ihr wissen wollt, was wir in den Tickets hatten und was wir im letzten Opening hatten, schaut auf jeden Fall beim 8200 Zeitkristalle Opening rein. Gönnt es euch. Gönnt es euch. Und auch die letzten Videos. Wir haben so viele Videos gemacht in letzter Zeit. Leckt mich am Arsch. Diese Woche war voller Videos. Schaut gerne mal durch den Kanal durch. Leute, das letzte Ticket. Fehlercode. Das letzte Ticket. Fehlercode. Hallo? Darf ich bitte mein Ticket öffnen? Ihr seht es rechts unten, es ist verbindet. Ich habe Internet. Darf ich mein letztes Ticket nicht öffnen? Nein? Wir warten, Leute. Wir warten. Wenn Dragon Ball Legends meint, ne, Rabbit, du darfst dein letztes Ticket nicht öffnen, dann ist es halt so. Ich glaube, mein Internet ist abgekackt. Kann es sein, dass mein Internet abgekackt ist? Ich habe keine Ahnung. Leute, es verbindet und verbindet und verbindet. Was macht das Spiel denn? Das ist mein letztes Ticket. Rabbit geht gleich in den Rage-Modus. Ich sag's euch, ich gehe gleich in den Rage-Modus. Ihr seht es hier live, ne? Also im Video halt. Ihr seht es hier im Video, was mir gerade angetan wird. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann nur versuchen, das Internet zu wechseln. Ich gehe jetzt mal auf mobile Daten. Ne. Nicht genug Gegenstände. Toll. Mein Ticket hat sich von selbst geöffnet. Wir haben es nicht gesehen. Wir durften es gerade nicht sehen, Leute. Wir durften es nicht sehen, was ich gezogen habe. Geil. 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 Also es wird ja immer besser mit den Openings in Dragon Ball Legends. Ich habe keine Ahnung, was wir gezogen haben. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen jetzt nachgucken. Das ist traurig. Das ist traurig. Ich hätte so gerne jetzt die Animation gesehen. Leute. Was ist denn im Spiel los? Mann.
Das nervt mich gerade wirklich. Ich versuche ruhig zu bleiben, aber innerlich bin ich gerade auf im Wehrhasen-Modus, ne? Irgendeinen Mitarbeiter von denen müsste ich jetzt eigentlich umlegen, ne? Leute, das Einzige, was wir jetzt machen können, ist nachzugucken. Ich glaube, wo war das denn? Beschwörung, die letzten 10 Beschwörungen. Es war ein Slug. Wir haben mit dem Ticket einen Slug gezogen. Wunderschön, dass wir es gesehen haben. Wunderschön, dass es schon wieder kein Gohan ist. Wir haben einen Slug gezogen, Leute. Wunderschön. Wunderschön. Leute, leck mich doch am Arsch. Ich durfte es nicht mal sehen, wie mein Slug hier auf 4 Sterne ging und somit eine Kampfkraft von 470.000 erreicht. Wir durften es nicht sehen. Ich bin so froh, dass ich Videos mache. Ihr habt es gesehen. Oh, ich kann mich, ich ärgere mich gerade wirklich. Ganz ehrlich, ich bin angepisst. Immerhin haben wir eine neue Karte gezogen. Wir haben noch immer keinen Cell. Wir haben noch immer keinen Gohan. Ich habe einen neuen Helden gezogen von über 10.000 Zeitkristalle und plus 5 Tickets. Einen neuen Helden. Gerne mal euer Beileid in die Kommentare. Das tut weh. Wir durften es nicht mal sehen, wie wir Slug ziehen. Wir durften es nicht mal sehen. Das tut weh. Aber er ist echt stark geworden. 85.000, man guckt euch an. Der ist ein krasser Held. Ne? Es ist ein krasser Held. Es ist nicht Gohan, Leute. Was soll ich noch sagen? Ich beende hier das Video, bevor ich hier zu heulen anfange. Ne, Leute. Lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Schaut, wie gesagt, gerne bei den anderen Videos vorbei. Gönnt euch das 8000er Opening. Also ja, ich geb's auf. Rabbit bekommt keinen Cell. Rabbit bekommt keinen Gohan. Und das ist ein Zeichen für Rabbit. Gib nicht so viel Geld aus. Gib nicht so viel Geld aus für Dinge, die du nicht in Händen halten kannst. Die du nicht mal theoretisch wieder verkaufen könntest, damit du wieder Geld bekommst. Nein, es ist einfach weg. Denk nicht mehr daran. Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann morgen spätestens wieder oder in meinem anderen Video. Viel Spaß, haut rein. Was soll ich sagen? Was soll ich zu diesem Opening sagen? Und ciao.